Was war für Sie das politisch Bewegendste in diesem Jahr? Ich glaube, am bewegendsten war für mich die Erinnerung an den Mauerfall vor 25 Jahren. Ich habe das damals als junger Student im Studentenwohnheim erlebt. Wir sind an die Grenze gefahren. Das war eines der bewegendsten, wunderbarsten Momente. Und deshalb ist es auch eine schöne Erinnerung gewesen dieses Jahr. Worüber haben Sie sich 2014 richtig geärgert? Also richtig geärgert hat mich, dass SPD und Grüne zusammen in Thüringen einen Sozialisten zum Ministerpräsident gewählt haben. 25 Jahre eben nach dem kompletten Bankrott des Sozialismus. Das ist für mich völlig unverständlich. Wie verbringen Sie Weihnachten? Weihnachten ist natürlich das Fest der Familie, auch bei mir. Zuerst bei uns und am zweiten Weihnachtsfeiertag treffen wir uns dann mit all den Brüdern und machen eine große Familienweihnachtsfeier. Ansonsten viel kochen, abends in die Kirche gehen, das gehört dazu. Welche Kindheitserinnerungen verbinden Sie mit Weihnachten? Tja, Weihnachten, das war Warten auf die Bescherung am Heiligabend. Das war Lieder singen, Gedichte auswendig lernen, wobei das nicht immer so erfolgreich war. Und natürlich die echten Weihnachtskerzen am Weihnachtsbaum, die Lichter. Das ist so das, was für mich Weihnachten ausmacht. Wie sehen Ihre Vorsätze für das neue Jahr aus? Ich habe mir fest vorgenommen, gemeinsam mit den Hamburgern und Hamburgern unsere schöne Stadt besser zu machen, also für Hamburg zu arbeiten. Das ist mein Ziel für 2015. Welche Wünsche haben Sie für 2015? Ich wünsche mir ein starkes Ergebnis bei der Bürgerschaftswahl, damit wir gemeinsam mehr tun können, damit der Verkehr in Hamburg wieder fließt, damit wir gute Arbeitsplätze durch eine innovative Wirtschaft schaffen und damit wir wieder mehr tun können für Sicherheit und Sauberkeit in unserer Stadt. Schon Lust auf den Wahlkampf im neuen Jahr? Klar, der Wahlkampf ist ja quasi das Fest der Demokratie, der Wettbewerb der Ideen. Da freue ich mich. Ich freue mich drauf, viele Hamburgerinnen und Hamburger zu treffen, auszutauschen, Gespräche zu führen. Ich freue mich richtig auf den Wahlkampf, aber er geht auch erst im neuen Jahr los. Vorher werden wir alle, glaube ich, hoffentlich noch schöne Weihnachtsfeiertage erleben.